Weg mit dir! Kann man nicht nachsehen, wie viel Meter Arno gerannt ist? Kann man das auch nachsehen hier? Muss ja unfassbar viele Kilometer hinter sich haben. Ups. Ah, das war nur den da? Okay. Ja, scheiße, war daneben geballert, du kleiner Pisser, ich hol dich. Was hat er gesagt? Das darf nur ich sagen zu Anno. Nur ich darf sagen, dass er ein kleiner Monkey ist. Der Affe, ey. Oh, shit. Hier ist eine Kiste, Kollegen. Haben wir's? Alter, wie die da. Okay. Anscheinend liebt ihr den Job, oder? Ihr tut alles dafür. Das Schwert, Junge! Habt ihr gesehen, wie das Schwert einen Spin um seinen Kopf gemacht hat? Richtig geil, oder? So, Onne befreit, Alter. Mein Bezirk wird einfach hier. Was ist hier denn los? Hab ich gar nicht mitbekommen. Kann ja wohl nicht angehen. Na gut, Leute. Drei Missionen noch, sei denn, da kommen noch neue heraus. Dann haben wir es. Das ziehe ich jetzt auch noch durch, ja. Das ziehe ich jetzt noch in der Session durch, obwohl ich eigentlich das nicht geplant hatte, aber egal. Ich bin jetzt motiviert, ich habe jetzt meinen eigenen Bezirk befreit. Geh mal weg jetzt hier, ja. Was soll denn das? Immer diese Pissnasen vor meiner. Vor meinem Gesicht. Ja, ansonsten was ist denn wirklich vor dem DLC? Vor dem ersten. Das zweite ist ja auch eher so ein kleines Minispiel. Ich weiß immer noch nicht, ich habe mir immer noch nicht den Namen gemerkt. China, keine Ahnung. Irgendwas mit China bla, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Bin mal gespannt, wie das so wird. Wird wahrscheinlich wirklich wie dieses Batman Blackgate. Das ist ja auch dieses 2,5D, so Side-Scroller, aber doch so ein bisschen 3D-Figuren. Ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so geil, dieses Batman-Spielen, obwohl ich ziemlicher Batman-Fan bin. Aber das Spiel an sich fand ich jetzt nicht so hammermäßig. Deswegen. Die Mission ist neu aufgetaucht, gerade vor unserer Nase. Das Spiel will mich noch nicht gehen lassen. Ist das nicht schön?
Okay, Priester, ich komme gleich. Na gut, dann gehen wir mal die Mission an hier. Karm Elite Nonnen? Nee, was? Wie heißt es? Karmeliter Nonnen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Ding jetzt betont wird. Nonnen müssen vor einer aufgebrachten Menge verteidigt werden. Seht nur dort. Die Nationalgarde eskortiert eine Gruppe Nonnen, doch die Menge wird sie gleich angreifen. Das überleben sie nicht. Ja, komm, der ist so weit weg. Warum wollen die denn angreifen, die Nonnen? Die sind doch harmlos. Warum gibt mir das Ding nicht mal ein bisschen Medizin, meine ich? Karmeliter, okay. So wird es betont. Ganz schön starke Worte hier. Alter, diese Ballerei, Alter. Das, langsam nervt's wirklich, es ist so viel in letzter Zeit. Verliere komplett die Übersicht hier, ey, ohne Witz. Haben wir es? Wir haben es, okay. What the fuck, Mann, du kannst mich gar nicht gesehen haben. Ich war doch direkt unter dem Balkon, oder nicht? Boah, Alter, ohne Witz, das ist so nervtötend. Oh, da ist eine Kokarde, ich muss zurück. Ich muss sie doch einsammeln. Ich will doch die schwarze Farbe haben. Wo ist die Kokarde? Die ist im Haus. Scheiße. Na gut. Okay, haben wir das auch erledigt.
Okay, okay, okay. Ich brauche Medizin, ey. Ich brauche Medizin. Auf meine Gebete, auf die Bitten eines Poeten, der die Ehre Frankreichs im Herzen trägt, sagt den Namen Jacques-Louis David und seht, ob es euch nicht wirkt dabei. Nun, ich habe ein paar Gedichte verfasst, die das Leben jenes abscheulichen Agitators persiflieren. Leider befinden sich die letzten Verse in meinem Heim unter Verschluss. Wenn ihr mir sie beschafft, erfährt das Volk von Frankreich die Wahrheit über Davids Hirngespinste. Es wäre gesichert. Geht. Habt ihr schon Jes Verse gelesen? Ich dachte, ich müsste vor Lachen in Ohnmacht fallen. So, wo sind die Dinger? In dem Gebäude, okay. Alter, warum tust du das? Du sollst doch nicht den... Ah, egal. Okay. Scheiße, ich brauche unbedingt Medizin, ja. Ich brauche unbedingt Medizin. Ach du Scheiße. Wie viele Schläge können wir denn gerade einstecken plötzlich? Sonst sind es doch niemals so viele gewesen. Boah, ich brauche jetzt wirklich meine ganzen Rauchbomben. Wenn ich jetzt einmal getroffen, kann ich mich ja nicht heilen, weil ich nichts mehr. Geht es? Nee, das geht nicht. Ziemlich großer Knall für so eine kleine Bombe. Ja, Mann. Okay, ja. Raus hier. Okay, das hätten wir jetzt auch, ja. Ne?
Ich muss mir mal gleich wirklich Medizin kaufen, ne? Mein Vers. Bravo, mon ami, bravo. Nun kann ganz Frankreich den Abschluss des Jeu de Paume hören und sehen, mit welchen Farben Jacques-Louis David wirklich malt. Sie werden verrückt vor Lachen. Garantiert. Oh, richtig Cash.